Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir wieder ein Video, was ein kleines bisschen länger geht. Auf jeden Fall kann ich euch versprechen, dieses Gespräch heute, ja, es wird immer und immer und immer skurriler. Umso länger das Gespräch läuft, umso bekloppter wird es eigentlich. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem komischen Video. Tag. Guten Tag, Herr Steinfeger. Ja. Emilia Hart ist am Apparat. Ich rufe Sie von Jontes bei Benefits. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Super schön. Also ich habe gesehen, Sie sind jetzt online auf unserer Plattform, deswegen möchte ich Ihnen kontaktieren. Ja. Meine Frage ist, haben Sie schon eine Erfahrung mit Onlinehandel oder das erste Mal für Sie? Das ist das erste Mal für Sie. Echt mal für Sie. Ja. Okay. Also, Herr Steinfeger, es gibt zwei Systeme auf unserer Plattform. Ja. Auto- und Manier-System. Auf Autosystem, es gibt ein Robot, wie heißt denn das Algorithmus? Ja. Aha. Mit diesem System, Sie brauchen nichts zu tun, weil dieser Robot alles für Sie macht, ja? Okay. Ja. Okay, also gibt es eine Anlage, von der Sie besonders interessiert sind? Wie bitte? Zum Beispiel, gibt es eine Anlage, von der Sie besonders interessiert sind? Zum Beispiel. Ja, die von Teufel, die gefällt mir. Wie bitte? Die von Teufel. Welche Aktien oder Coin? Ich verstehe Sie nicht. Na, Sie haben doch gefragt, welche Anlage mir gefällt. Ich sagte, die von Teufel. Teufel? Ja. Okay, also meine Aufgabe ist nur, Ihr Konto aktivieren zu helfen, ne? Okay. Wie Sie wissen, der Market verändert sich jeden Tag und jede Stunde. Es ja. gibt neue Möglichkeiten für Sie. Der Market ist nicht stabil. Okay. Unsere Aufgabe nur Aktivierung zu helfen. Also ich bitte Sie, öffnen Sie bitte, also schließen Sie Lautsprecher. Was? Bitte schließen Sie Lautsprecher. Ich habe dafür keinen Schlüssel. Okay. Herr Steinfeger, wie gesagt habe, unsere Aufgabe nur Aktivierungsschritte, ne? Nachdem Sie Ihr Konto aktivieren, geben wir eine kleine Ausbildung. Das ist kostenlos über das System. Zum Beispiel, ob Sie Fragen haben oder ob Sie diskutieren möchten, dann können Sie eine E-Mail schreiben, dass ich Hilfe brauche. Dann, wenn Ihr Account-Manager ruft Sie gleich an. Das ist eine gute Richtung für Sie oder es gibt schlechte Richtung für Sie. Wenn Sie möchten, können Sie weiter handeln, ja? Können Sie mich hören? Ja. Alles in Ordnung, Herr Steinfeger? Ja. Okay. Haben Sie eine Frage? Ja. Bitte schön. Können Sie meinen Namen mal richtig aussprechen, bitte? Steinfeger. Nee. Wie heißen Sie? Steinfeger. Schon Steinfeger. Möchten Sie Ihr Konto aktivieren oder nicht? Ja. Okay, aber Steinfeger. 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 Nein, also. Steinfeger, nicht Stein. Steinfeger. Steinfeger, Entschuldigung. Ja. Okay, Steinfeger. Also, wir sind internationale Plattform, ja? Ja. Also, wie würden Ihr Konto aktivieren? Entweder mit Visa oder Mastercard. Steinfeger. Ja. Welche Card haben Sie? So. Visa oder Master? Da muss ich gucken. Okay. Wozu brauche ich die Karte? Hallo? Wenn Sie Ihr Konto aktivieren, Sie sollen 250 Euro bezahlen. Das ist unser Mindestbetrag, 250 Euro. Dann so viel? Können Sie sofort Trade machen. Ja? Ja. Okay. Haben Sie geguckt? Ich bin noch auf der Suche. Welche Karte haben Sie? Master oder Visa? Eine Vista-Karte. Visa
Kreditkarte? Ja. Okay. Ich werde meine Finanzabteilung Bescheid geben. Ja. Dann, ich werde Ihnen eine Aktivation-Link senden, okay? Ah, toll. Super. Hallo? Ja, ich höre Sie. Sie sind noch dran? Ja, ja. War so still. Warten Sie ganz kurz. Ja. Ja. Ich habe Ihnen eine Aktivation-Link gesendet. Ich kontrollieren Sie Ihre E-Mail, ja? Welches Postfach? Der Titel ist Benefit von Emilia. Und an welche E-Mail-Adresse haben Sie das geschickt? Also, ich habe nicht gesehen. Für Ihre Sicherheit, ja? Oh nein. Aber ich habe noch so viele E-Mail-Adressen. Ich gucke mal. Okay. Von wem? Bitte sagen Sie mir. Aktuelle ja. E-Mail-Adresse. Was ist Ihre aktuelle E-Mail-Adresse? Ja, ich habe so viele. Okay, aber was ist Ihre aktuelle? Na, sean.steinfeger@googlemail.com oder sean.steinfeger@mdccfun.de oder ich habe auch sean.steinfeger@t-online.de. Ja. Sie scheinen ein sehr lustiger Mensch zu sein, ja? Wieso? Ja. Das ist meine Idee. Okay. Ja, bitte kontrollieren Sie Ihre E-Mail. Ja, ich log mich mal nochmal ein und guck mal. Es lädt. Ist doch nichts da. Ah. Okay. Also, nutzen Sie WhatsApp. Nee, ich hab Telegram. Sagen Sie mir noch einmal, was ist Ihre aktuelle E-Mail-Adresse? Welche sollen wir denn da nehmen? Ich habe so viele. Okay, das ist kein Problem. Bitte sagen Sie mir, was ist Ihre aktuelle E-Mail-Adresse? Also eingeloggt bin ich jetzt bei sean.steinfeger. Eine Minute, eine Minute. Okay. sean.steinfeger@mdccfun.de. Können Sie buchstabieren? Die ganze E-Mail-Adresse? Nein. sean.steinfeger@. Ja. Dann. Ein M. M. Ja, wie Maulkorb. Wie bitte? Wie, also ein M wie Maulkorb. Okay. Dann kommt ein D wie Deckel. Deckel? Ja. D wie Deckel? Ja. Dann? Ein C. Nochmal? Ein C. Also. Haben Sie das aufgeschrieben? Nein. Maybe Malta. Ja. David Decker. Ja. Dann? Ein C. C? Ja. Ein halbes O. Und dann noch ein C. Haben Sie? Dann kommt ein F. Wie Fuß. Bodenheizungsmischgerät? Steinfeger. Haben Sie das F? Steinfeger. Ja?
Steinfeger. Steinfeger. Ja. Also, ich habe viele Kunden und viele Termine, ja? Ja. Möchten Sie wirklich Ihr Konto aktivieren? Natürlich. Möchten Sie Geld verdienen? Ja. Okay, also, bitte kontrollieren Sie noch einmal Ihre E-Mail-Adresse, ja? Ich gucke noch mal. Okay. Nee, ist noch nichts gekommen. Aber ich habe Ihnen auch nicht die ganze E-Mail-Adresse gesagt. Wir waren ja noch nicht fertig. Okay, also nutzen Sie. Also sind Sie jetzt am Computer oder am Handy? Ich bin am Computer, ja. Okay, also bitte gehen Sie Google Chrome. Den, was? Das habe ich nicht. Google Chrome. Habe ich nicht. Das ist App, Google. Ja, habe ich nicht. Leider. Ich habe nur Firefox. Wenn Sie möchten, Sie können auf unserer Plattform Ihr Konto aktivieren, ja? Ja, wo denn? Wo muss ich da rauf? Wie alt sind Sie, Steinfeger? 29. 29? Was machen Sie vom beruflich? Was ich beruflich mache? Was machen Sie vom beruflich? Da bin ich Fußboden, Heizungswasserverkoster. Nochmal? Fußboden, Heizungswasserverkoster. Können Sie ein bisschen erklären? Na, von der Fußbodenheizung muss einer das Wasser ja kosten, ob das Wasser noch gut ist, und das mache ich. Und was muss ich jetzt machen auf Ihrer Webseite? Sprechen Sie normalerweise so? Wie meinen Sie das? Sprechen Sie normalerweise so? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Okay, Herr Steinfeger. Ja? Also, wie gesagt habe, ich habe viele Kunden und viele Termine. Wenn ja. Sie Ihr Konto nicht aktivieren... Das will ich doch machen, aber dann müssen Sie mir sagen, wie ich das machen muss. Herr Steinfeger, bitte gehen Sie Google Chrome. Ich habe nicht Google Chrome, ich habe Firefox. Was? Firefox. Wie können wir weitermachen, Herr Steinfeger? Ja, über Firefox, ich bin nur auf eurer Webseite drauf. Sie benutzen nicht WhatsApp, Sie, also... Nee, da habe ich Telegram. Telegram ist geht nicht, Entschuldigung. Ja, aber ich bin doch auf eurer Webseite drauf. Sie haben viele E-Mail-Adressen, also Sie haben keine WhatsApp. Und wie können wir weitermachen? Ich möchte behilflich sein, aber... Na, ich bin doch auf eurer Webseite drauf. Wie bitte? Ich bin doch auf eurer Webseite drauf. Okay, was sehen Sie gerade? Ein weißes B mit so einem gelben Bums dran und da kommt so Konfetti oben raus und dann bin ich, da ist so eine, oben so ein blauer Streifen. Bitte. Und dann. Also, okay, ja? Eine Minute. Okay. Was sehen Sie gerade? Na, habe ich doch gerade gesagt, was ich sehe. Ich sehe so ein weißes großes B, ja? Ja. Ja, also hier haben wir wieder eine Mitarbeiterin am Telefon, die unfassbar viel Elan hat, möglichst viel von ihrem komischen Krempel da durchzubringen. Tja, und das Unfassbare ist, sie bleibt hier einfach am Telefon, egal wie dumm man sich eigentlich anstellt. Aber gut, dient auf jeden Fall zur Unterhaltung und dazu, dass ihr mitbekommt und wisst, wo man besser nicht einzahlen sollte. Empfehlt es auf jeden Fall weiter, dass niemand in eurem Umfeld von den Verwandten, Bekannten, Freunden und wer da so alles dabei ist, nicht auf sowas reinfällt. Teilt einfach dafür die Inhalte, damit eben alle über diese Maschen eben auch Bescheid wissen. Ich sage natürlich nicht, dass euer Umfeld auf so etwas hereinfallen würde, aber man weiß es manchmal nie, ne? Heißes großes Fett. Ja, also ja, kann auch ein kleines sein. Und dann ist da so orange-gelb Streifen dran und da oben kommt Konfetti raus. Okay, okay. Also, Sie sollen zuerst einloggen. Ich bin noch drin. Okay. Also, sehen Sie Deposit am oben, rechts oben. Nee. Deposit. Was sehen Sie gerade? Am oben, rechte Seite am oben. Willkommen, Schornsteinfeger,
ID 33781111 und dann steht da Gleichgewicht, Doppelpunkt, Euro 0.0000. Okay. Dann, lieben Akon Fading Room, sehen Sie Akon Fading Room? Nee. Da steht der Konto, Handelsraum, Anzahlung und Auslocken und Speisekarte steht da oben drüber. Da steht wirklich Speisekarte. Sind Sie Benefits.com? Ja, aber da oben steht Speisekarte. Nein, nicht Speisekarte. Also, sehen Sie Deposit, also nein. Grüne Bank, Deposit. Da steht Anzahlung. Klicken Sie Deposit. Im Übrigen stimmt das hier wirklich. Anstatt dort Menü hinzuschreiben, na, also das bekannte Wort eben, dass man in so ein Menü rein möchte, um eine Webseite zu bedienen, na, die hat ja auch ein Menü, haben die da tatsächlich Speisekarte übersetzt. Die denken tatsächlich, dass das Wort Menü Speisekarte bedeutet. Dass das zwei verschiedene Paar Dinge sind und das Wort Menü für verschiedene Dinge in Deutschland auch benutzt wird. Ne? Also einmal das Menü, Vier-Gänge-Menü, bla bla. Und eben aber auch eine Art von Bedienoberfläche, Navigation. Ne? Also das Wort Menü wird ja oftmals für Navigation missbraucht. Da haben die tatsächlich Speisekarte anstatt Navigation hingeschrieben. Schon interessant, wie die sich das hier vorstellen. Und naja, aller spätestens hier, wenn man noch nicht gemerkt hat, dass das hier irgendwie ein unseriöses Unternehmen sein soll, spätestens wenn in der Bedienoberfläche Speisekarte steht und ihr dort Geld einzahlen sollt, dass da irgendetwas mit dieser Webseite nicht richtig sein kann, ich denke, das sollte spätestens hier auffallen. Ein Hoppala passiert euch definitiv auf einer Bankwebseite weniger. Vielleicht mal ein Rechtschreibfehler. Das kommt den besten Rechtschreib-Junkies vor, dass die sich auch mal vertippen und einfach nur nicht gesehen haben, dass sie sich vertippt haben. Aber Speisekarte hat ja nun wirklich nichts mehr mit Navigation oder Menü zu tun. Da steht nicht Deposit. Das steht da nicht. Da steht Anzahlung. Und Speisekarte steht oben drüber. Nein. Doch. Nutzen Sie Anydesk. Was ist denn das? Nutzen Sie Anydesk. Was ist denn das? Das ist die Applikation eigentlich. Also um auch das mal wieder zu übersetzen, was die nette Kakerlake ja wieder nicht so richtig hinbekommt. Tja, Anydesk ist nichts anderes als eine Fernwartungssoftware für euren Computer. Das bedeutet, ihr gebt einen speziellen Code weiter und ein Passwort oder hier einfach nur eine Nummer bei Anydesk an irgendjemanden, der hat dann kompletten Vollzugriff auf euren Computer aus der Ferne. Das heißt, an einem anderen Standpunkt auf der Welt kann er mit seinem Bildschirm euren Bildschirm sehen und den Computer bedienen, als würde er davor sitzen. Ne? Alles über den virtuellen Internetweg. Das kann man mit Freunden machen und mit Bekannten, wenn man Probleme mit seinem Rechner hat. Oder maximal noch mit einer Fachfirma, wenn man irgendwie Computerprobleme hat mit einem bestimmten Programm. Naja, aber einfach irgendwie wegen Bankgeschäfte, was haben die auf eurem Rechner zu suchen? Nichts. Von daher, lasst niemals fremde Menschen auf euren Computer rumschnüffeln. Was macht man damit? Installieren Sie Anydesk. Wie muss ich das machen? Anydesk. Herunterladen, ja? Bitte herunterladen diese App. Anydesk. Wie meinen Sie das? Finde ich das auf Ihrer Webseite? Okay, Herr Steenfeger. Ja? Bitte aktualisieren Sie diese Seite. Benefits, ja? Bitte aktualisieren Sie. Habe ich gemacht, ja. Okay, was sehen Sie gerade? Ein weißes B mit einem gelben, orangen Ding dran und da kommt Konfetti raus. Und dann steht da Willkommen, John Steinfeger, ID 33781111. Dann kommt Gleichgewicht, Doppelpunkt, Euro, 0.0000. Und dann steht da Konto, Handelsraum, Anzahlung, Ausloggen, Speisekarte. Okay, bitte klicken Sie Anzahlung. Ja.
Verlieren Sie? Habe ich gemacht. Passiert nichts. Okay. Also, sehen Sie Kreditkarte? Wo meinen Sie das denn? Also, sehen Sie Kreditkarte? Wo denn? Okay. Sie sollen Ihre Kreditkartennummer geben. Soll ich Ihnen die sagen? Sie sollen selbst aktivieren Ihr Konto. Ich weiß, ja? Soll ich Ihnen die sagen, die Nummer? Also, Ihre Kreditkartennummer geben. Kreditkartennummer, ja? Also haben Sie Visa-Card, ne? Ja. Okay, bitte geben Sie Ihre Visa-Card-Nummer. Ja, 4, 5, 7, 5, 9. Nein, Sie sagen nicht, also nicht mir sagen. Also Sie sollen einfach schreiben, ja? Wo soll ich die hinschreiben? Ja, also 4, 4, 5 und so weiter. Wo muss das hin? Ich dachte, Sie wollen mir helfen. Okay, also bitte geben Sie diese Kreditkartennummer-Box Ihre Visa-Kartennummer. Ja, das ist dann die 4, 4, 5, 7, 5, 9, 9, 4, 6. Eine Minute. Ja? 4, 4, 5, 7. Ja. Ja. 5, 9, 9, 4, 6, 3, 6, 1, 1, 5, 7, 5. Nochmal. 4, 4, 5, 7, 5, 9, 9, 4, 6, 3, 6, 1, 1, 5, 7, 5. 5, 7, 5. Ja. Was ist Ablaufdatum? 01, 27. 28. Also, Scheinträger. Ja? Diese Kartennummer 4, 4, 5 und so weiter, ja? Ja. Also, Sie sollen diese Nummer, Kreditkartennummer, geben. Ja? 4, 4, 5, 7 und so weiter, ja? Ja. Bitte geben Sie diese Nummer, ja? Ja, 4, 4, okay. 5, 7, okay, 5, okay. 9, 9, 4, aber, 6, 3, 6, 1, 1, 5, 7, 5. Hammer. Okay. Also, Herr Steinträger. Ja? Haben Sie geschrieben? Nein, ich habe Ihnen die gegeben. Sie sollen geben. Habe ich doch gemacht. Ihre, nee, danach haben Sie ja noch nicht gefragt. Der Code lautet 206. Wie bitte? 206. Was ist 206? Der CVV-Code. Okay, Sie sollen CVV-Code schreiben. 206. Ich muss das schreiben. Wohin? Wo muss ich das hinschreiben? Ja, genau. Also, Sie sollen selbst die Konto aktivieren. Ja, wo muss ich das hinschreiben? Ja, also, bitte schreiben Sie Ihre Kartennummer. Und wohin? Kreditkartennummer, was sehen Sie? Wo soll ich das hinschreiben? Ja, genau. Also, Sie sollen die Konto selbst aktivieren. Ja, wo muss ich das denn machen? Ich dachte, Sie wollen mir helfen. Okay, ja, genau, aber bitte schreiben Sie Kreditkartennummer 4, 4, 5, 7 und so weiter, ja? Aber wohin? Kreditkartennummer. Aber wohin? Was sehen Sie gerade? Ein weißes B mit einem orangen Kringel dran, da kommt Konfetti raus. Und dann steht da oben drüber, willkommen, Schorn. Steinfeger und dann steht da ID 3378111 und dann steht da Gleichgewicht Doppelpunkt Euro 0.9000 und dann steht da Konto Handelsraum Anzahlung Auslocken und Speisekarte. Ganz genau, bitte klicken Sie Einzahlung Box.
Einzahlung steht hier nicht. Anzahlung. Einzahlung. Bitte klicken Sie Einzahlung. Aber Einzahlung steht hier nicht. Hier steht Anzahlung. Kann ich auch da drauf klicken? Ja, genau. Dann klicke ich da drauf jetzt. Also klicken Sie Einzahlung. Einzahlung. Aber Einzahlung steht hier nicht. Einzahlung, ja? Genau, klicken Sie. Habe ich nochmal, ja? Ja. Und jetzt? Was sehen Sie gerade? Immer noch die gleiche Seite. Da ist ein weißes B mit einem orangen Kringel und Konfetti dran. Und dann steht da, Willkommen, Schornsteinfeger. Und dann ID, Doppelpunkt 33781111. Gleichgewicht, Doppelpunkt, Euro, 0.00000. Und dann steht da Konto, Handelsraum, Anzahlung, Auslocken und Speisekarte. Steinfeger? Ja? Bitte klicken Sie Einzahlung. Bitte, bitte schön. Also ich habe... Aber Einzahlung steht da nicht, da steht Anzahlung. Einzahlung, bitte klicken Sie Einzahlung. Da steht nur Anzahlung, nicht Einzahlung. Habe ich draufgeklickt jetzt. Nochmal. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Was sehen Sie gerade? Ich sehe hier ein weißes B mit einem orangen Kringel dran und oben kommt Konfetti raus. Und dann steht, Willkommen, Schornsteinfeger, ID, Doppelpunkt 33781111. Und dann steht da Gleichgewicht. Und dann steht da Doppelpunkt Euro 0.0000 Konto, Handelsraum, Anzahlung, Auslocken und Speisekarte. Okay, klicken Sie Einzahlung. Anzahlung steht da. Dann sehen Sie Kreditkarte. Wo denn? Klicken Sie Kreditkarte. Ich sehe das nicht. Das ist interessant, wirklich. Also, Herr Stehfeger, ich habe viele Kunden, ja, bitte. Ja? Sie sind schwierige Kunden. Aber ich dachte, Sie wollen mir helfen. Das ist meine Aufgabe, natürlich. Ich möchte behilflich sein. Ja. Bitte klicken Sie Einzahlung. Aber hier steht nur Anzahlung, nicht Einzahlung. Und auf Anzahlung habe ich ja schon 7 oder 8 Mal draufgeklickt. Dann scrollen Sie diese Seite. Ach, ich soll runterscrollen? Ja. Gerade. Da steht Vista Kreditcard. Genau. Ja. Bitte geben Sie Kreditcard-Nummer. Ach da. Ja, da soll ich die reinschreiben? Ja. Okay. Ihre Visa-Card-Daten schreiben, ja? Ja, dann schreibe ich da jetzt meine Visa-Kartennummer rein. Das ist denn die 445799463615. Genau. Habe ich wir da sollen. Reingeschrieben? Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Ja, super. Und dann habe ich jetzt den OD206 da. Genau. Ja. Und dann, da steht Full Name on Card. Genau. Was muss da hin? Ausfüllen, ja? Aber was muss da bei Fullname und Grad rein? Genau. Was muss da rein? Also Sie sollen Kreditkartennummer Bug 445. Also nochmal die Nummer da rein, ja? Mhm. Hab ich gemacht und jetzt? Haben Sie alle geschrieben? Jetzt ist alles ausgefüllt. Bitte klicken Sie Deposit. Ja. Card printed Name Schuld not contain Card Nummer. Nochmal? Card printed Name Schuld not contain Card Nummer. Sie also haben Sie alle Informationen richtig gegeben? Aber alles da reingemacht, was Sie gesagt haben. Herr Steinfeger. Ja. Haben Sie Ihre Kreditnummer gegeben? Ja. Dann haben Sie CVV-Code gegeben? Ja.
haben Sie Ihren Namen und Familienname gegeben? Nee, da haben Sie gesagt, da soll die Kartennummer nochmal rein. Nein, also Sie sollen Ihre Schweinsteinfeger schreiben, ja? Nicht Schweinsteinfeger, schon Steinfeger. Entschuldigung. So, jetzt probiere ich das nochmal. Jetzt geht es, jetzt rollt hier so eine Bubbel. Aber das schneit bei euch auf der Webseite. Ist das normal? Mhm. Ja. Da ist nichts. Hab ich gemacht, ja. Und jetzt kommt gar nichts mehr. Was sehen Sie gerade? Oben steht ein weißes B mit Orange dran und dann kommt da Konfetti nein, raus. Okay. Was? Okay. Ich werde meine Finanzabteilung ja. Fragen, okay? Ja. Eine Minute. Okay. Steinfeger? Ja? Also, es geht nicht. Ihre Transaktion ist nicht erfolgreich. Also, wir versuchen nochmal, okay? Ja. Tja, also, keine Ahnung. So viel kann man gar nicht dazu sagen, ne? Also, dieses Video dient hier eigentlich nur zur Unterhaltung, glaube ich. Ich meine, klar, man kann letztendlich rauslesen, wo man definitiv nicht investieren sollte. Aber was hier wirklich auch krass ist, wie die einfach weitermachen, ne? Egal wie schwer das ist, die machen weiter. Wenn die wittern, der ist dumm genug, um das Geld einzuzahlen, dann gehen die Gespräche gerne auch mal ewig. Und das ist wirklich einfach nur noch es macht einen fassungslos. Wenn man hier sich mal einfach durch den Kopf gehen lässt, was die hier veranstalten, ja, um irgendwie an die Kohle ranzukommen. Koste es, was es wolle. Hauptsache, die machen Geld. Und da spielt es keine Rolle, ob der Kunde irgendwie auf der Höhe ist oder völlig daneben. Naja, und was ihr hier auch nicht aufgefallen ist, dass ich am Anfang des Gesprächs ja noch halbwegs normal gesprochen habe. Tja, und das sich dann immer schlimmer entwickelt hat. Nicht nur eine nervige Stimme von der Mitarbeiterin, sondern dass ich das Ganze auf jeden Fall hier mal getoppt habe. Ich denke, definitiv bin ich hier nerviger als die Mitarbeiterin selbst. Aber naja, gehen wir ihr auf jeden Fall richtig auf den Sack. Ich denke mal, dass sie nach diesem Gespräch hier fix und fertig war und eigentlich kaum noch Kraft zum Weitermachen hatte, hoffe ich. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Bitte klicken Sie Einzahlung. Anzahlung. Anzahlung steht da, ja. Habe ich gemacht. Okay. Scrollen Sie diese Seite am unten. Ich bin ganz unten. Okay. Klicken Sie Kreditkarte. Da passiert nichts. Wie bitte? Da passiert nichts. Warum? Weiß ich nicht. Was sehen Sie gerade? Oben ist so ein weißes B, an der Seite ist das orange und dann kommt da Konfetti raus. Und dann steht da Willkommen, John Steinfeger. Und dann steht da ID 3378111. Und dann Gleichgewicht 0.00000. Und dann steht Konto, Handelsraum, Anzahlung, Auslocken und Speisekarte. Ganz genau, klicken Sie Einzahlung, Anzahlungsbox. Ja, da passiert denn nichts. Zwischen Handelsraum und Ausloggen. Ja, da passiert nichts. Warum? Weiß ich noch nicht. Ich verstehe Sie nicht wirklich. Warum? Also, Herr Steinfeger, wir versuchen noch... letzte Mal, okay. Also ich muss auf andere Kunden anrufen. Also wir versuchen. Okay, ja, natürlich, das ist meine Aufgabe. Aber Sie sind schwierige Kunden, ja? Und schwierige also, Kunden helfen Sie nicht. Entschuldigung, ja, natürlich, das ist meine Aufgabe, aber bitte klicken Sie Einzahlungsbox. Na, so ganz langsam wird ja unsere nette, nervige Tante dann doch so ein kleines bisschen ungehalten und ungeduldig und möchte gerne, dass wir den Verkauf hier nur endlich fertig machen und sie an die Kohle rankommt. Und man kann hier ganz deutlich spüren, die ist schon genervt. Sie will ja jetzt hier auch offensichtlich versuchen, mich irgendwie loszuwerden. Ja, aber das natürlich wieder auf der unseriösesten Art, die man sich vorstellen kann. Davon zu erzählen, dass man jetzt keine Zeit mehr für den Kunden hat. Das Witzige ist an der Geschichte. Wir sind die Tante hier noch nicht ganz los. Wir haben noch ein kleines bisschen vor uns, bis wir sie abgeschüttelt haben. Aber wenn ich da draufklicke, dann passiert nichts. Ich bleibe auf der gleichen Seite da, wo ich schon bin. Und da steht ja Kreditkarte, aber daneben ist das Feld komplett weg, wo alles drin stand. Das gibt's da nicht mehr. Das ist nicht mehr da.
Scrollen Sie diese Seite, dann sehen Sie Ihr Konto finanzieren. Wählen Sie Ihre Zahlungsmethode. Ja, da kommt aber nichts mehr. Bitte aktualisieren Sie diese Seite. Das kann ich mal machen, ja? Moment. Okay. Jetzt steht da in der Mitte Anzahlung und jetzt ist es weggegangen und jetzt ist das Feld wieder da. Kein Problem. Bitte klicken Sie noch einmal Einzahlung. Noch einmal, ja, habe ich gemacht. Super schön. Dann scrollen Sie diese Seite nach unten. Ja. Sehen Sie Kreditkartennummer? Ja. Super. Sie sollen jetzt Ihre Visa-Kartennummer geben. Habe ich gemacht. Wie schnell? Da habe ich doch noch. Das da hier so, wenn man da reinklickt. Wissen Sie, da ist doch denn, wenn man da reinklickt, dann haben kommt Sie? Da so ein Bommel raus. Weil wenn man da schon mal was eingetragen hat, dann merkt sich das mein Internetfenster. Ich verstehe. Haben Sie aber Ihre Visa-Kartennummer richtig gegeben? Ja. Okay. Also geben Sie CVV-Code und bitte schreiben Sie Ihren Namen, Ihren Familienname. Ja, habe ich gemacht. Haben Sie gemacht? Ja. Nochmal? Ja. Okay. Klicken Sie Deposit. Ja, habe ich gemacht. Was sehen Sie gerade? Oben ist ein weißes B mit oranger Seite und da kommen Konfetti raus. Und daneben steht, Willkommen, Schornsteinfeger, ID 3378111, Gleichgewicht, Euro 0.0000 und dann Konto, Handelsraum, Anzahlung, Auslocken, Speisekarte. Und in der Mitte ist alles weiß. Hallo? Ja, ich höre Sie. Ja? Eine Minute. Okay. Also, Steinfeger. Ja? Also, wir versuchen noch einmal. Ja? Nochmal. Nochmal, eine Minute. Ja? Bitte sagen Sie mir, was ist Ihre Kreditkartennummer? Die habe ich Ihnen doch jetzt da reingegeben in den Computer. Soll ich eine andere Karte nehmen? Ich habe auch noch eine andere Karte. Ihre Visa-Karte oder andere Karte? Ich habe noch eine andere Karte. Nein, Sie sollen Ihre Visa-Karte-Nummer geben. Habe ich doch schon zweimal gemacht. Eine Minute. Ja. Haben Sie Ihre Visa-Karte-Nummer gegeben? Ja. Okay. Eine Minute. Okay. Ah, Steinfeger? Ja. Okay, also ich möchte behilflich sein. Deswegen, Sie sollen mir Ihre Visa-Karte-Nummer sagen, ja? Aber wohin wollten Sie die noch gar nicht haben? Hey, Steinfeger, ich versuche, ja? Ich versuche. Jetzt bitte sagen Sie mir, was ist Ihre Visa-Karte-Nummer? Soll ich Ihnen die ganze Nummer sagen? Genau. Okay. Ja. Also die Nummer jetzt, ja? Wie bitte? Die von Karte Visa, die Nummer? Nee, Ihre Kreditkartennummer. Ja. Das, ja. Das ist dann die 4 4 7 6 3. Eine Minute, 2, eine Minute. Eine Minute. 4 4. Ja. 7 6 3 7 2 9 3 4 4 4 2 7 3 2. Hallo? Also, können Sie mir sagen, was ist Ihre Visa-Card-Expiration-Date? Was? Was ist Ihre Visa-Card-Expiration-Date? Was ist das? Das ist eine Minute. Das ist Ablaufdatum. Achso, das ist 01.25. 1.25. 25? Ja. Okay, eine Minute. Ja. Also, Herr Steinfeger. Ja. Wir versuchen nochmal, ja? Ja. Okay, Sie, also, was sehen Sie gerade? Welche Seite?
Na, da ist ein weißes B mit orangener Seite, oben kommt Konfetti raus und dann steht da Willkommen, Schornsteinfeger, ID Doppelpunkt 3378111, Gleichgewicht Doppelpunkt, Eurozeichen 0.0000. Und dann steht da Konto, Handelsraum, Anzahlung, Auslocken und Speisekarte. Super schön, klicken Sie Einzahlung. Einzahlung steht doch nicht. Anzahlung. Klick zwischen Handelsraum und Ausloggen. Ja. Dann scrollen Sie diese Seite am unten. Ja. Okay. Und dann? Nehmen Sie Credit Card. Ja. Okay. Sie sollen Credit Card Nummer geben. Habe ich doch jetzt schon zweimal gemacht. Okay, wir versuchen nochmal. Nochmal? Und geben Sie Ihre Ablaufdatum. Also wir müssen da nochmal die ganzen Dinger rein. Also die Kartennummer, CVV und Ablaufdatum und dann nochmal der Name. Genau. Okay. Das ist ganz schön schwierig bei Ihnen. Hallo? Ja, ich höre Sie. Okay. Ja, und jetzt wieder auf die blaue Taste drücken. Ja? Haben Sie alle Informationen ausgefüllt? Ja. Klicken Sie Deposit. Moment, ja, da habe ich es gedrückt. Und jetzt ist die Seite wieder weiß. Ist kaputt, alles kaputt. Was sehen Sie gerade? Oben ist ein weißes B mit Orange dran und da kommt Konfetti raus und dann steht da Willkommen nicht. Na, aber das sehe ich da gerade. Hallo? Hallo? Ja? Herr Steinfeger. Ja? Okay, wir versuchen letzte Mal, okay, letzte Mal. Ja? Hallo? Hallo? Ich höre Sie nicht mehr. Hallo? Hallo? Junge Lady? Und dann war ganz plötzlich das Gespräch zu Ende und die nette Dame hat keine Lust mehr gehabt. Tja, ich glaube, man kann es ihr nicht verdenken, dass sie hier auf dieses Gespräch nicht länger wirklich noch Nerven hatte. Ich glaube, da habe ich euch allen ganz schön Nerven abgefordert. Naja, auf jeden Fall, dieses Telefongespräch ging hier tatsächlich wieder ein kleines bisschen länger, bis die Dame gemerkt hat, sie wird hier wohl kein Geld rausholen können aus dem ganzen Gespräch. Aber sie hat sich tapfer geschlagen und es die ganze Zeit probiert. Und naja, das zeigt mir eigentlich auch wieder, dass die sich wirklich viel Mühe geben. Also nicht alle Betrüger, es gibt doch Betrüger, die nach 3 Sekunden schon wieder aufgeben und dann keine Lust mehr haben auf das Ganze. Naja, aber es gibt eben auch die Betrüger, die sich eine ganze Menge Zeit lassen und versuchen, die Leute wirklich auszurauben. Und das hier war definitiv so ein Fall. Denn es ist auf keinen Fall freundlich gewesen, was sie hier gemacht hat. Ich meine, man hat's ja gemerkt. Richtiges Deutsch war hier auch wieder nicht drin. Wie immer, die Telefonnummer war auch nicht die richtige, denn rückrufbar sind solche Firmen in der Regel nicht. Ganz, ganz selten. Und naja, grundsätzlich einfach nur Wahnsinn. Sie kennt ihre eigene Webseite nicht, aber möchte unbedingt Geld von uns haben. Tja, dass man da definitiv die Finger davon lassen sollte, ich denke, das ist uns allen bewusst. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schaut gerne auch auf Twitter vorbei. Ihr findet mich dort auch unter dem Namen Callcenter Abzocke. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.